So, schönen Abend und herzlich willkommen zum Auftakt unserer Konferenz Was ist die grüne Erzählung? Ich will mal damit anfangen, warum man eigentlich sowas braucht. Es gab so auch ein paar irritierte Fragen, was soll dieser Titel? Und Angela Merkel scheint ja gerade vorzumachen, dass es auch ohne geht. Pragmatismus pur und Manövrieren ohne erkennbares Ziel, Realpolitik ohne ideellen Überbau. Das mag für eine Partei funktionieren, die der Auffassung ist, dass wir im Prinzip schon in der besten aller Welten leben, dass es also vor allem darauf ankommt, das Bestehende zu bewahren und die nötigen Anpassungen vorzunehmen, damit alles so bleibt, wie es ist. Aber für die Grünen passt dieses Konzept nicht. Auch wenn wir nicht mehr von der großen Systemalternative reden, sind Bündnis 90 die Grünen eine Kraft, die auf Veränderung zielt. Das gilt vor allem für das Jahrhundertprojekt, dem die Grünen ihren Namen verdanken, die ökologische Transformation der Industriegesellschaft. Hier gilt immer noch, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren, von denen die menschliche Zivilisation abhängt, braucht es radikale Veränderungen. Und wir stehen erst am Anfang dieser großen Erneuerung unserer Produktionsweise, des Energiesystems, des Transportwesens, des Städtebaus und der Alltagskultur. Ohne eine begeisternde Erzählung von der grünen industriellen Revolution, ohne die Idee einer ökologischen Moderne bleiben wir in den Mühen der Ebenen stecken. Das kann man gerade am Beispiel der Energiewende ganz gut sehen. Über dem unvermeidlichen Gezerre um Kosten, Ausbauziele und Stromtrassen, und das sind notwendige Auseinandersetzungen, droht das große Bild verloren zu gehen, weshalb das Ganze und wohin. Also der Zusammenhang von Klimawandel und Energiewende ist kaum noch in der öffentlichen Debatte präsent. Genauso wenig wie die Energiewende als Katalysator und Treiber einer grünen industriellen Revolution, also einer grundlegenden Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, die gleichzeitig enorme Chancen für eine neue lange Welle von Investitionen, Innovationen und Jobs bietet. Große Erzählungen braucht man aber auch als Orientierung in Zeiten von Umbrüchen. Und wir leben in einer Periode großer Veränderungen. Der Aufstieg neuer Mächte verändert die globalen Kräfteverhältnisse und die Architektur internationaler Politik. Ob China und die anderen Emerging Powers in multilaterale Systeme von Sicherheit und Zusammenarbeit hineinwachsen oder ob wir vor einem neuen Zeitalter rivalisierender Mächte stehen, kann eine Frage von Krieg oder Frieden werden. Zu den epochalen Veränderungen unserer Zeit gehört auch der Eintritt Asiens, Lateinamerikas und Afrikas in die industrielle Moderne. Er geht einher mit sozialem Aufstieg in großem Stil, zugleich aber mit starken gesellschaftlichen Spannungen, mit himmelschreiender Ungerechtigkeit und scharfen Konflikten zwischen Tradition und Moderne, die den Hintergrund für fundamentalistische Bewegungen und erbitterte Kulturkämpfe bilden. Der demografische Wandel wird die soziale Textur Europas radikal verändern, mit weitreichenden Auswirkungen auf Sozialsysteme und Gesundheitswesen, auf Arbeitsmarkt, Infrastruktur und Staatsfinanzen. Weltweite Migration führt zu wachsender ethnischer und kultureller Vielfalt unserer Gesellschaften. In vielen Städten der Bundesrepublik kommt bereits die Hälfte der Kinder aus Migrantenfamilien. Gleichzeitig erleben wir eine Revolution der Geschlechterverhältnisse. Traditionelle Geschlechterrollen lösen sich auf. Die familiäre Arbeitsteilung wird neu verhandelt, die bipolare Geschlechterordnung differenziert sich aus. Wir können inzwischen fast alle
einigermaßen flüssig LGBTI sagen, ohne uns die Zunge zu brechen. Die parlamentarische Demokratie wird durch neue Teilhabe- und Mitbestimmungsansprüche herausgefordert. Bürgerinitiativen aller Orten, neue Formen plebiszitärer Demokratie, das Internet schafft neue Formen politischer Öffentlichkeit und Partizipation. Auch politische Parteien müssen ihre Rolle neu definieren. Sie haben längst kein Monopol mehr auf die politische Willensbildung des Volkes, die ihnen das Grundgesetz zuschreibt. Das Verhältnis von Individualisierung und Sozialität wird neu verhandelt. Ich bezweifle zwar, ob man tatsächlich von einem Ende des Zeitalters der Individualisierung sprechen kann, aber offenkundig gibt es allerorten neue Bestrebungen, die das Gemeinschaftliche ins Zentrum stellen. Gemeingüter, Genossenschaften, öffentlich vor privat, teilen statt besitzen. Und nicht zuletzt leben wir in einer Epoche umwälzender wissenschaftlicher Entdeckungen und technischer Neuerungen. Trotz aller Rufe nach Entschleunigung wird sich unsere Lebenswelt in den nächsten Jahrzehnten schneller verändern, als wir uns träumen lassen. Das wirft die Frage nach den ethischen Grenzen auf, die wir den wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten ziehen, und generell die Frage nach der Steuerbarkeit des technischen und gesellschaftlichen Wandels. Die klassischen nationalstaatlichen Instrumente sind damit jedenfalls überfordert. Wenn die Welt sich rasant verändert, wächst das Bedürfnis nach Orientierung. Genau das ist der Sinn politischer Erzählungen. Politische Gemeinschaften bilden sich um solche Narrative. Sie geben Orientierung über die Tagespolitik hinaus und sie bringen ein emotionales Element in den politischen Diskurs, ohne dass es kein politisches Wir gibt. Das gilt auch für die Europapolitik. Alle sind für Europa, aber welches Europa ist gemeint? Was heißt europäische Solidarität? Wollen wir einen europäischen Bundesstaat oder einen Staatenbund, stärkere Zentralisierung oder ein Europa der Vielfalt? Nirgendwo war in den letzten Monaten die Idee eines vereinigten und freien Europas lebendiger als auf dem Maidan in Kiew. Die Ukraine ist zum Brennpunkt für die künftige Entwicklung unseres Kontinents geworden. Dort entscheidet sich, ob Europa erneut in eine demokratische und eine autoritäre Sphäre geteilt wird. Jetzt wird sich auch zeigen, ob die Europäische Gemeinschaft mehr ist als ein Binnenmarkt mit Parlament. An der Ukraine muss sich die EU als politisches Projekt beweisen, das über seine Grenzen hinaus für Demokratie und Völkerrecht eintritt. Genau. Wir, die Grünen, können mühelos Wahlkampfprogramme von 100 Seiten und mehr schreiben. Aber was ist unser ordnungspolitischer Kompass? Wo verorten wir uns im Dreieck von Staat, Markt und Bürgergesellschaft? Grüne Politik setzt an vielen Stellen auf einen starken, handlungsfähigen Staat, um Teilhabe zu ermöglichen oder ökologische Standards durchzusetzen. Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, Ausbau des Sozialstaats, umfassende Regulierung von Märkten, Verbote und Gebote, alles das und noch viel mehr dreht sich um den Staat als Zentralagentur grüner Politik. Es ist nur folgerichtig, dass die Grünen im letzten Bundestagswahlkampf für höhere Steuern und Sozialabgaben eingetreten sind, natürlich nur für die Wohlhabenden, aber unter dem Strich eben doch für eine höhere Staatsquote. Gleichzeitig ist viel von einer aktiven Bürgerschaft die Rede, von Eigeninitiative, Subsidiarität und Selbstverwaltung. Und auch das, wer die grüne Geschichte ein bisschen besser kennt, weiß es, gehört zum grünen Erbe seit den Gründungszeiten. Schließlich hat zumindest ein Teil der Grünen Unternehmertum als produktive Kraft entdeckt und setzt auf eine soziale und ökologische Marktwirtschaft. Wie wir das Verhältnis von Staat, Markt und Bürgergesellschaft gewichten, wie stark wir auf Eigeninitiative und Selbstverantwortung setzen, welche Rolle wir dem Wettbewerb zubilligen und welche Aufgaben wir unbedingt in staatlicher Regie halten wollen,
wird eher von Fall zu Fall und von Wahl zu Wahl entschieden. Sind wir eine ordoliberale, eine libertäre oder eine etatistische Partei? Vielleicht macht das die Differenz der verblassenden politischen Strömungen in der Partei aus, die Restdifferenz, aber ausbuchstabiert ist sie nicht. Das gilt auch für die neuerliche Selbstdarstellung der Grünen als Partei der Freiheit. Es ist eine relativ leichte Übung, uns als Partei der Bürgerrechte, der Selbstbestimmung und der kulturellen Vielfalt zu präsentieren. Das entspricht der grünen Gefühlslage und gehört zu unseren Traditionsbeständen. Die schwierige Wegstrecke beginnt, wenn es um Eingriffe in die Privatsphäre im Namen der Ökologie, des Klimas oder der Alkoholfreiheit am Steuer geht. Normativ scheint die Sache klar. Jede Freiheit hat ihre Grenzen, wo die Freiheit anderer eingeschränkt wird. Aber wie das politisch zu übersetzen ist, ist alles andere als klar, wenn daraus kein Freibrief für eine umfassende Gängelung der Gesellschaft werden soll. Es gibt eine immanente Versuchung, ökologische Politik als eine Art Zwangsvollstreckung von Naturgesetzen anzulegen. Der Spruch, mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln, ist ja durchaus populär. Das ist sozusagen die grüne Variante der Sachzwangpolitik. Freiheit ist da nur noch die Einsicht in die ökologische Notwendigkeit, um Engels zu variieren. Wie eine freiheitliche Ökologiepolitik aussieht, die stärker auf Eigeninitiative und Selbstverantwortung, auf Innovation, Wettbewerb und Kostenwahrheit statt auf Gebote und Verbote setzt, ist noch eine offene Debatte. Sie führt auf ein anderes offenes Feld. Wenn die Grünen eine freiheitliche Partei sein wollen, was heißt das dann für unsere Wirtschafts- und Steuerpolitik? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen politischer und wirtschaftlicher Freiheit? Oder gilt unser freiheitlicher Impetus nur für die politische und die kulturelle Sphäre, während wir wirtschaftspolitisch der Devise so viel Staat wie möglich huldigen? So oder so bieten diese Themen reichlich Stoff für eine spannende Debatte auf dieser Konferenz und hoffentlich darüber hinaus. Wir möchten heute und morgen Impulse für eine grüne Orientierungsdebatte geben, die uns wieder mehr Strahlkraft über die Tagespolitik hinaus verleiht. Die Grünen waren immer stark, wenn sie Taktgeber für gesellschaftliche Diskussionen waren. Aber das können wir nur sein, wenn wir selbst einer offenen Debatte nicht ausweichen und Kontroversen nicht unter dem Deckel halten. Abschließend ein großes Dankeschön an alle, die an der Vorbereitung dieser Konferenz beteiligt waren. Ein so großes Projekt hat viele Väter und Mütter. Namentlich will ich nennen Peter Siller, den Leiter unserer Inlandsabteilung, Michael Stonjenko und Andrea Mesch. Und summarisch unsere gesamte Inlandsabteilung, das Tagungsbüro und die Konferenztechnik. Herzlichen Dank auch an alle, die als Referentin oder Moderatoren zugesagt haben. Eine beeindruckende Mischung aus Wissenschaft, Publizistik und politischen Akteuren aus den Reihen von Bündnis 90 Die Grünen. Es sind zu viele, um sie alle namentlich zu nennen. Erlauben Sie mir deshalb ein kollektives Dankeschön. Und jetzt Bühne frei für das Auftaktgespräch mit Mariam Lau, Robert Habeck und Peter Siller. Ich wünsche uns allen eine spannende und ertragreiche Konferenz. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung und der Grünen-Debatte, ich freue mich außerordentlich, dass wir uns hier am Freitag, am frühen Freitagabend so zahlreich versammelt haben und verspreche euch und Ihnen eine spannende Diskussion, wenn man
den Punkten, die Ralf Füchs aufgeführt hat, folgt, kann es einem ja ein bisschen, Angst werden, weil das Brett ist dick und die Punkte sind zahlreich, die wir zu besprechen haben. Wir würden jetzt aber mal etwas langsam anfangen und versprechen Ihnen, dass wir in den nächsten 1,5 Tagen genug Zeit haben, um alle Punkte, die Ralf Füchs angesprochen haben, in Ruhe durchzugehen und zu diskutieren. Was mir auch nochmal in den Sinn kam, ist, ich glaube, das größte Geschenk, das wir uns machen können und die größte Freude, die wir uns bereiten können, ist, wenn wir wirklich einfach offen miteinander reden, Textbausteine weglegen und einfach mal laut nachdenken, wo immer der Gedanke hinfallen mag. So, das war die Vorrede. Wir haben uns vorgenommen, jetzt erstmal in unserem Gespräch etwas vor die Klammer zu gehen, noch nicht auf Einzelaspekte der grünen Erzählung, sondern eher auf die Frage, was ist überhaupt eine Erzählung, woher kommt der neue Ruf nach einer politischen Erzählung. Die Grünen sind ja nicht die Einzigen, die diesen Ruf haben. Es gibt insgesamt wahrscheinlich ein Bedürfnis nach gesellschaftlicher Erzählung. Und ich bin sehr froh, hier auf der Bühne zwei Menschen sitzen zu haben, die ich mir nicht besser vorstellen kann für dieses Gespräch. Nämlich einmal Mariam Lau, die in den 90er Jahren schon, die nicht nur, damit sollte ich vielleicht anfangen, Kulturgeschichte und Filmwissenschaft studiert hat. Man kann ja Politik auch als Drehbuch begreifen, das dann begabte Berater einem aufschreiben, auch wenn wir sicher eine Erzählung so nicht begreifen würden, und die dann aber als Journalistin, das ist Ihnen allen bekannt, über lange Strecken verschiedene Zeitungen bespielt hat. Das fing an in den 90er Jahren mit der Taz, damals in der Kulturredaktion. Das ging weiter in den Nullerjahren in der Welt. Kurz davor hat sie, da haben wir uns drüber unterhalten, über einen Geschichtenerzähler dieser Republik, nämlich Harald Schmidt, ein kleines Buch geschrieben und ist jetzt seit geraumer Zeit Korrespondentin der kleinen Wochenzeitschrift Die Zeit. Herzlich willkommen, Mariam Lau. Und zu meiner Rechten Robert Habeck, inzwischen ein alter Weggefährte, kann man sagen. Ich erinnere mich noch gut. Ja, da sieht man halt, dass wir auch älter werden. Ich erinnere mich noch gut, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und das Interessante an Robert Habeck, ich will mal damit anfangen, ist, dass Robert lange, lange Zeit in seinem Haupterwerbsjob, mit dem man bekanntlich ja gar kein Geld verdienen kann, zumindest nicht im großen Stil, Schriftsteller war. Hat eine ganze Reihe von Romanen geschrieben, hat auch Theaterscripts geschrieben, Kinder- und Jugendbücher, Erwachsenenromane, und hat das alles noch zusammen mit seiner Frau Andrea Palu gemacht, hat also auch Erfahrung im kollektiven Schreiben. Ich komme darauf zurück, weil das ist ja für die grüne Erzählung nicht ganz uninteressant, wie man eigentlich zu einer gemeinsamen Erzählung findet. So, und dann die etwas unbedeutendere Geschichte danach. Er war dann Fraktionsvorsitzender 2009 im Landtag von Schleswig-Holstein. Da sollte man vielleicht dran erinnern, dass 2009, soweit ich weiß, das beste Ergebnis war, dass die Grünen in Schleswig-Holstein eingefahren haben. Jetzt war es noch besser. Okay, dann muss ich Wikipedia gleich eine Mail schreiben, dass sie die Seite aktualisieren sollen. Und ist jetzt, das ist natürlich noch wichtiger, seit 2012 stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Minister für Energie, Umwelt, Landwirtschaft und ländlichen Raum. Herzlich willkommen, Robert Habeck. Ich will vielleicht mal ganz simpel beginnen, weil ja dieser Begriff der Erzählung die ganze Zeit so durch den Raum geistert.
doch mal geguckt, Lyotard hat ja schon vor Jahrzehnten das Ende der großen Erzählungen verkündet. Dieser Begriff kam ganz lang gar nicht vor. Und der Begriff der Erzählung in der Erzähltheorie, vielleicht nehme ich das auch nochmal vor, die Klammer ist ja auch relativ simpel beschrieben. Da geht es nämlich erstmal einfach nur um eine Abfolge von Geschehnissen auf der Zeitachse. Meine Frage, woher kommt eigentlich dieser gesellschaftliche Ruf nach der Erzählung? Welche Sehnsucht artikuliert sich da drin eigentlich? Und also woher kommt das? Frau Laum. Naja, also ich glaube, einmal ist es so eine gewisse Müdigkeit mit Parteiprogrammen. Man braucht irgendwas, an dem man, das sozusagen interessant ist, das, an dem man andocken kann. Mir ist aufgefallen, dass speziell mit Barack Obama, der ja seinen Wahlkampf in großen Teilen mit seiner Biografie bestritten hat, die ja auch in der Tat in sich so eine bestimmte Erzählung von Aufstieg und Befreiung und Weltläufigkeit schon so enthält. Und ich glaube, der Ruf ist auch so ein bisschen deshalb laut geworden, weil in den letzten Jahren der Pragmatismus zu so großen Ehren gekommen ist und die Leute irgendwie langsam finden, dass das so ein bisschen zähes Brot ist, der Pragmatismus. Und ich glaube eben, für Deutschland kann man sagen, also weil du sagst Zeitachse, es gibt ja drei große Momente in der deutschen Geschichte, zu denen muss sich jede Partei irgendwie verhalten. Also da ist 45, 68, 89. Und für mich ist eben sozusagen für das Schicksal der Grünen ganz entscheidend, wie positioniert man sich da, welchen Zusammenhang stellt man zwischen diesen Punkten her. Und also ich würde gleich mal dann weitergeben an Robert Habeck, weil der, glaube ich, zu diesem Punkt, was ist eigentlich das Erbe von 68 und warum steht 1989 so ein bisschen heimatlos in der deutschen Geschichte herum, da sehr viel zu sagen kann. Ich glaube, ein Problem bei der grünen Erzählung ist, dass man sich es zu lange gemütlich gemacht hat mit diesem Begriff und der Erzählung von der Entfremdung von 1968. Also man hat ein Land vorgefunden, 68, das nicht aufgeräumt hat mit seiner Geschichte und hat sich sozusagen eben in so einer Art Fundamentalopposition dazu gestellt. Das war auch nötig. Nur dann musste man irgendwann natürlich den Absprung finden und irgendwann das Land, wie Richard Rorty gesagt hat, achieving our country, zu seinem eigenen machen. Und da ist irgendwas schiefgegangen. Aber da kann, glaube ich, Robert Habeck ganz gut anknüpfen. Das passt tatsächlich ganz, ganz gut. Robert Habeck hat das, kann man vielleicht nochmal erwähnen, damit er keine Eigenwerbung machen muss, ein Buch geschrieben, Patriotismus, ein linkes Plädoyer, ich glaube 2009. Und darauf geht ja deine Frage, Mariam Lau. Ich würde vielleicht gleich noch mal hinterher fragen, bei Mariam Lau schwingt ja auch so eine Generationenproblematik mit. Die pragmatische Generation, Fischer hat mal gesagt, er sei der letzte Live-Rock'n'Roller, was ich als Rock'n'Roll-Fan nicht bestätigen kann, aber aber trotzdem ist das ja interessant. Also stecken wir eigentlich in so einer Pragmatismusfalle, die uns irgendwie die Erzählung geraubt hat oder die politische Sprache? Na, erstmal würde ich sagen, dass wir uns jetzt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde über den Begriff Erzählung für die Grünen unterhalten, das schon mal eine Nachricht ist, weil das ja bedeutet, dass die Form der Politik offensichtlich was mit der Geschichte der Partei zu tun hat. Und sozusagen das generelle Credo auf einer BDK ist ja, wir stehen für Inhalte und die Vermittlung, die muss sich sozusagen den Inhalten immer unterwerfen. Also Personen spielen keine Rolle, Sachthemen nach vorne und im Zweifelsfall wissen wir, wie es besser ist. Die Erzählung, also erstmal zuzulassen, was das bedeutet, was hier auf dem Plakat steht oder auf dem Beamer, bedeutet ja, dass die Form der Übersetzung offensichtlich erstmal für den politischen Erfolg ein Kriterium ist. Und zweitens, soweit würde ich gehen, dass damit auch gesagt ist, dass die Form der Erzählung maßgeblich über den Erfolg der Inhalte entscheidet. Das heißt, wenn wir die Erzählung von Freiheit machen und aber irgendwie total
unfrei rüberkommen, so spießbürgerlich, ja, dann wird das sozusagen, da können wir 100 Mal sagen, wir sind aber total für Freiheit, dann funktioniert das nicht. Und ein Beispiel aus, du hast ja so ein bisschen meine kleine politische Vita referiert, das ist mir beim Bundestagswahlkampf eingefallen oder nach dem Bundestagswahlkampf, ehrlicherweise, wir haben ja alle irgendwie ein bisschen gepennt. 2005 hatten wir Landtagswahl in Schleswig-Holstein, das war die Wahl, die dann mit der Abwahl von Heide Simonis letztlich endete. Und ich kann mich erinnern, damals war ich junger Landesvorsitzender, 3 Monate im Amt, dass wir, die Schleswig-Holsteiner wissen es wahrscheinlich auch, gesagt haben, wir gewinnen den Wahlkampf mit 3 Zahlen. Das war irgendwie Ausweitung der Naturschutzgebiete, Fließgewässer und Steigerung der erneuerbaren Energien auf, ich weiß nicht, 15%, heute haben wir 90. Aber mit 3 Zahlen gewinnen wir den Wahlkampf und wir haben ihn verloren. Und Zahlen sind schon mal keine Erzählung. So, und das zuzulassen sozusagen bedeutet, das hat Herr Ralf Füchs gesagt am Anfang, dass man anerkennt, dass sich die Frage nach Sinnsuche einer Gesellschaft über die Darstellungsform einer Gesellschaft organisiert. Und dann muss man sich fragen, wie weit man sich dem verweigern kann, wie man es erzählen kann, ob man es anders machen kann als immer nur Sender, Empfänger, ob man Leute partizipieren lassen kann. Aber sozusagen, bevor wir darüber uns festlegen, was ökologische Transformation, Erzählung von Freiheit, Schutz von Natur, Abwendung des Klimawandels, was sozusagen die grüne Erzählung ist, sollten wir erstmal fragen, was bedeutet es denn, sich über Erzählungen zu verständigen? Und aus meiner Sicht kann es gar nicht anders sein, und das ist immer wieder verkannt bei uns, dass wir über die Art, wie wir kommunizieren, wie wir versuchen, Inhalte rüberzubringen, letztlich die Inhalte selber prägen. Und letztes Beispiel, dann halte ich die Klappe. Du hast es ja gesagt, Fischer hat gesagt, er ist der letzte Live-Rock'n'Roller. Ja, Rock'n'Roll ist eine gewisse Form von Erzählung. Das ist nur Form. Er hat nicht gesagt, ich bin der letzte Bündnispolitiker mit einer Westorientierung oder sowas. Ja, er hat nur gesagt, ich bin Live-Rock'n'Roller und hat Turnschuhe getragen. Und schon war sozusagen das Bild von Haltung geschaffen worden. Und das ist sozusagen Bestandteil von Erzählung, dass Personen oder Attitüden entwickelt werden. Ohne Form gibt es keine Erzählung. Bleiben wir doch mal genau dabei. Ich meine, Frau Lau, woran liegt es eigentlich, dass überhaupt diese Erzählungen, von denen Robert Habeck behauptet, dass sie eigentlich so wichtig seien für die Haptik von Politik, für das Gefühl von Politik, dass sich die Leute damit so schwer tun, die Protagonisten? Naja, weil man einfach gelernt hat, zu sagen, eine politische Partei stellt bestimmte Forderungen und sagt, wie die Welt ist. Und das Deskriptive wirkt da irgendwie so ein bisschen zu leicht, zu feuilletonistisch, zu wenig, also zu angreifbar oder so. Und man nimmt das, glaube ich, nicht so richtig ernst. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob wir über dieselbe Sache reden. Also eine Erzählung ist ja auch nicht immer was, was ich mir ausdenke, sondern das stellt sich ja sozusagen auch her. Also wenn ich mir überlege, dass jetzt nochmal diese 3 Daten im Auge, Heinrich August Winkler diese 3 Daten verbindet, indem er sagt, das ist der lange Weg nach Westen. Deswegen fand ich das ein gutes Stichwort, was du gesagt hast. Joschka Fischer war der letzte Westler. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht stimmt. Und ich finde, das ist auch eine zentrale Frage für die Zukunft der Grünen. Wie sehr sieht man sich auf dem Weg nach Westen? Also wenn jetzt da stimme ich Ralf Füchs absolut zu, das ist jetzt ein zentrales Ereignis. Wie verhält man sich zu dem, was in der Ukraine passiert ist? Was ist da überhaupt passiert? Und da bin ich überrascht über die Menge an Stimmen in der Grünen Partei, die sagen, na, also so ganz über den Weg trauen kann man dem Aufstand auf dem Maidan nicht und so ganz über den Weg trauen kann man der europäischen Reaktion darauf auch nicht und so weiter. Also ist dieser Weg nach Westen, von dem die Grünen jedenfalls in den 90er Jahren mal ein Teil waren, ist der unterbrochen? Das finde ich schon eine zentrale Frage auch der Grünen Erzählung. Ich glaube, dass der erste Punkt, den du gesetzt hast, der passt dazu, weil du mich ja fragtest, was ist da schiefgegangen? Sich zu bekennen, dass Politik Erzählungen schaffen muss und darüber nachzudenken, wie die Erzählung sein kann, ist gleichbedeutend mit Ja zu einer Gesellschaft zu sagen. Und was schiefgegangen ist, und
sich ein Stück weit vielleicht immer wieder in so Haarrissen wiederholt. Schiefgegangen klingt sehr besserwisserisch. Aber was sozusagen jedenfalls als Problembeschreibung sicherlich neutral zu fassen ist, ist, dass aus einer Anti-Haltung zu einer Gesellschaft, ja, das Schweinesystem, das überwunden werden Risiko muss sozusagen. Risiko Deutschland hieß ja mein Buchtitel. Da kannst du natürlich keine, das ist sozusagen erstmal rein denklogisch ausgeschlossen, dass du dann sagst, ich versuche darüber nachzudenken, wie ich eine sinnstiftende Reihenfolge in Abläufe bringen kann. Und das ist ja der Begriff von Erzählung. Erstmal irgendwas in eine, Peter hat es ja gesagt, in eine Form zu bringen. Reihe wäre die einfachste, aber es können ja auch irgendwie Brüche, Sprünge, Ellipsen geben. Aber jedenfalls muss es irgendwie Sinnstiftung geben, damit Leute mitgenommen werden können. Und Leute mitnehmen geht nur, wenn man sagt, ja. Ja, ich will Leute mitnehmen, ich will Mehrheiten erwerben, ich will, es ist in Ordnung, eine Gesellschaft, für eine Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Aber zu sagen, ich übernehme Verantwortung, aber eigentlich finde ich die Gesellschaft scheiße, wird nicht lange gut gehen. Und das ist sicherlich sozusagen im Umbruch aus einer Antiparteien, aus einer Gegenpartei, der Antiparteienpartei sozusagen hin zu einer Partei, die dann irgendwann fett in der Verantwortung stand und steht, vielleicht selten, obwohl wir nicht die Bundestagswahl gewonnen haben, so sehr wie im Moment, nicht reflektiert worden jedenfalls. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch das, was beim Mandan passiert jetzt, dass da immer wieder aufbricht, dass man eigentlich nicht genau weiß, mit welcher Bereitschaft man Verantwortung übernimmt und für wen dann. Das ist die Konsequenz daraus. Ich sehe schon, euch zieht es zu den Grünen. Aber ich würde ganz gerne, wenn ich das darf, noch einmal bei dieser Frage bleiben, mit diesem Verlust an Erzählung überhaupt. Mariam Lau, du hast unlängst mal ein größeres Stück geschrieben über die sogenannte postheroische Generation, zwar auch bezogen auf die Grünen, aber im Grunde genommen, das war zumindest mein Eindruck, war das doch auch ein Porträt einer ganzen politischen Generation, so wirkte das auf mich zumindest. Eine Generation, die sich sozusagen fachpolitisch enorm leicht tut, die aber irre Probleme hat, sozusagen ihre Spiegelstriche, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, noch in eine größere Erzählung oder ein größeres Narrativ einzupflegen. Ich meine, ist das eigentlich eine Erwartung, die wir überhaupt haben können an Politik heute noch, dass sie mit diesen großen Erzählungen arbeitet? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Ich meine, es ist ja nicht nur in der Politik so. Es ist eine Beobachtung, die ich für die Theorie genauso konzidieren würde, für die Kultur eigentlich auch. Oder stimmt das gar nicht und es gibt diese und diese Erzählungen liegen auf der Straße, wir kriegen davon nur nichts mit. Ja, also so ganz im luftleeren Raum könnte ich das mit der postheroischen Generation jetzt doch nicht verorten. Also es ist schon wichtig, dass es um die Generation geht, die sich auf 1968 bezieht. Und für die 68 und fortfolgende, das war eben die Generation, die die Bundesrepublik erst zu einem demokratischen Staat gemacht hat, in dieser Lesart. Und vor dieser riesigen Leistung sieht eben alles, was man selber dann an, weiß ich, kommunalpolitischen Fortschritten macht und Radwegen und so, sieht eben dagegen so ein bisschen trist aus. Und bei der Recherche zu dem Artikel habe ich aber gemerkt, ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, dass viele von denen, die jetzt anfangen, bei den Grünen Politik zu machen, politisch sozialisiert sind in den frühen 2000er Jahren und in diesen Antiglobalisierungskämpfen, die ja durchaus nicht immer irgendwie einfach nur so harmlos Plakate hochhalten waren, sondern da war ja auch eine bestimmte Erzählung bedeutsam, nämlich dass man es im Grunde mit einem weltweiten System, einer Herrschaft der Marken, einer postkolonialen Zugriffsform auf die Armen überall auf der Welt und so weiter zu tun hat, also mit so einem ganz neuen Kampf gegen das System und so. Das ist die eine Sache, die ich festgestellt habe. Und die andere war, dass ganz viele mir sagten, ja wieso, LGBT oder also mein Coming Out als Schwuler in meiner Familie, in meiner Umgebung und so weiter, das war auch eine politische Erzählung, ein politischer Kampf,
der zentraler Teil meines politischen Lebens ist. Und das ist natürlich wirklich ein, es ist in gewisser Weise eine Fortsetzung von 68, aber das macht auch die Qualität der Grünen jetzt aus. Es ist eine Stärke, aber irgendwie auch ein Problem, weil ich finde, die Politisierbarkeit von solchen Erfahrungen ist eben dann doch am Ende begrenzt. Robert, nochmal dieses Stichwort postheroische Generation. Neulich Shakespeare, deutsches Theater gesehen, Coriolanus stellt sich auf die Bühne und zeigt seine Wunden sozusagen als Ausweis von Geschichte. Ja. Fischer, jetzt bleiben wir mal in dem Bild, stellt sich hin, Bruce Springsteen, mein Schweiß, meine Tränen, meine Kämpfe. So. Und jetzt sind wir dran und es gibt doch eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Behauptung wäre, wir haben genauso unsere Kämpfe und unsere Geschichte, und die andere wäre, diese Geschichten interessieren uns irgendwie nicht oder nicht in dem Maße. Ja. Das jetzt auch der letzte Beitrag von Mariam setzt voraus, dass, dass das stimmt mit der postheroischen Generation. Das hat sie ja nur geschrieben, um uns zu ärgern eigentlich. Deswegen würde ich das gar nicht so, also erstmal in Frage stellen, ob das jetzt sozusagen, das ist die grüne Erzählung von den Heroen zum, die Kleinen sozusagen, zum, von den Heroen zum Zwergenhaften, da weiß ich nicht. Also da bin ich noch nicht dabei. Ja, du schüttelst deinen Kopf, oder nix dazu, das ist ja, aber dafür haben wir dich ja auch eingeladen, oder Peter dich. Ich versuche es mal anders. Und zwar ist das vielleicht auch ein Stück weit in der Erklärung, jedenfalls aus meiner Vita herausgesprochen, warum es so schwer der Partei so schwer fällt, diese Erzählung Gesellschaftssinnstiftung aufzunehmen und warum das vielleicht 89 fortfolgende so ein bisschen schiefgegangen ist, weil ich das nämlich auch verpennt habe. Ich habe, also wenn ich, das Beste, was mir eingefallen ist, was die grüne Erzählung für mich ist, das wäre sowas wie der Satz, das Leben ist anders. Deswegen, glaube ich, bin ich zu den Grünen gegangen, gar nicht, weil ich das Parteiprogramm gelesen habe oder weil ich bestimmte Bedürfnisse, Inhalte oder Proteste hatte. Ich hatte nur einfach eine Art Sehnsucht, dass man sich engagieren kann und nicht so ist, wie alles, was man fortfindet. Und 89 war natürlich erstmal alles so, dass alle das geil fanden. Und zu sagen, das Leben ist anders, ist dann erstmal ja ich nicht. So, und deswegen ist sozusagen die Affirmation mit diesem Prozess, der von Helmut Kohl bis zu, oder Lafontaine nicht, aber sozusagen dem mittleren Rand der SPD gewollt wurde, aus dieser Haltung heraus mir auch total schwer gefallen. Da war ich noch gar nicht in der Partei, aber das war sozusagen nicht meine erste Blickrichtung darauf. Ich wollte, das hat sozusagen die Bewegung war, was anderes suchen. Ja? Wohlstand und Sicherheit für alle, das war für die CDU, und die SPD sagt vielleicht Wohlstand und Sicherheit für die sie noch nicht haben. Und das Leben ist anders, heißt irgendwie einen anderen Begriff, das, was da nicht runterpasst, das muss doch irgendwie erkämpft und erstritten und verteidigt werden. Und nun war ja die deutsche Vereinigung ein Stück weit Wohlstand und Sicherheit unter dem Namen der Freiheit für alle. Und deswegen, glaube ich, fiel es mir ganz schwer, wie wahrscheinlich den Grünen auch, diesen Ball voll aufzunehmen. Aber das sozusagen, das sage ich jetzt, um daraus eine Konsequenz für die Gegenwart zu holen. Das darf natürlich einer politischen Partei nicht passieren. Das ist eine Erklärung, aber es ist natürlich eine schamhafte Erklärung, weil man nicht, wenn man Ja zu einer Gesellschaft sagen soll, um sich um Mehrheiten zu bewerben, dann darf man natürlich so ein historisches Ereignis nicht verpennen. Naja, es war ja nicht nur so, dass man irgendwie so ein bisschen geschlafen hat, sondern man hat ja sogar aktiv gesagt, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Und das ist einer der grünen Sprüche. Wenn ich dir erzähle, auf welchen Demos ich damals in Ostberlin war, das waren noch ganz andere Geschichten. Okay, aber das ist, gehört zu den grünen Plakaten. Wenn ich Grüner wäre, da würde ich nachts aufwachen und denken. Ja, also und ich finde, auch wenn man das jetzt in der Ukraine sieht, das müsste einen ja erinnern an 89. Ja. Warum ist man so zögerlich in der Affirmation solcher Befreiungsbewegungen? Da steckt irgendein Problem drin. Wobei, es gibt ja durchaus unterschiedliche Meinungen, aber insgesamt war mein Eindruck gerade in dem Fall, dass die Grünen durchaus von ihrer Bürgerrechtsgeschichte, die es, wenn auch mit Friktionen gibt, eigentlich eine sehr
starke Kraft aufgenommen haben jetzt in den letzten Wochen. Aber vielleicht gehen wir jetzt doch noch mal etwas näher ran an diese grüne Erzählung. Was mich interessieren wird, vielleicht frage ich das erst richtig, die Frage erstmal an dich, Mariam. Ich meine, wenn man sich als eine relativ junge Partei, die Grünen ja immer noch sind, mal so ein bisschen so einen Ort in der Geschichte oder in diesen größeren Linien sucht, dann muss man ja wahrscheinlich als erstes mal konzidieren, dass wir hier sozusagen über ideenpolitische Geschichten reden, die Jahrhunderte alte Traditionen haben. Also nehmen wir mal den politischen Liberalismus oder den Ordoliberalismus oder den Linksliberalismus oder den Sozialismus oder was auch immer. Da sollte man ja nicht so tun, als wäre man als grüne Partei schon immer dabei gewesen, ja? Sondern es geht ja eher darum, dazu mal eine gewisse Haltung zu entwickeln. Was ist da eigentlich interessant und welche Ideen, an welche knüpft man jetzt an? Zumal bei den Grünen ja wahrscheinlich schon in der Gründungsphase sehr unterschiedliche, mitunter sogar diametrale Weltanschauungen sich um dieses Zentrum von Ökologie und vielleicht noch Frieden gebaut haben. Was mich interessieren würde, ist, was würdest du denn sozusagen als Außenstehende den Grünen mal, sagen wir, als Möglichkeit empfehlen, sich etwas schärfer zu stellen in der Orientierung oder in der Erzählung? Also was wär denn für die Grünen interessant aufzugreifen? Also eine Herausforderung finde ich, wenn man jetzt sagt, und das finde ich ist ja völlig klar, das zentrale Projekt ist jetzt diese Energiewende, die ja alles Mögliche bedeutet, also das Sprechen über diese Energiewende ist mir oft zu technokratisch. Das bedeutet ja wirklich ganz neu auf unser Leben gucken und auf unser Zusammenleben gucken. Und eine Sache, die mir bei den Grünen immer noch so zu schlummern scheint, ist so das Verhältnis zu Natur einerseits und Gesellschaft andererseits. Ich habe das Gefühl, so ganz tief drin liegt eigentlich sowas, also wenn du jetzt mit jahrhundertealten Traditionen kommst, sowas Rousseauistisches, dass man irgendwie sagt, da ist die gute Natur und da ist die, sagen wir mal, tendenziell zerstörerische Gesellschaft. Und daraus folgt ja so eine gewisse Skepsis gegenüber der Technik und was können wir überhaupt erreichen. Und dieser Gedanke, der ja eigentlich für die Energiewende so total zentral ist, wir können das schaffen und wir können es nicht nur schaffen irgendwie mit Ach und Krach, sondern wir können dabei gewinnen. Und nicht nur wir, sondern auch, was weiß ich, die Leute in Algerien oder so weiter. Also man hat ein perfektes Projekt eigentlich, was international ist, es hat was mit Solidarität zu tun, es hat was mit Erfindungsgeist zu tun und so weiter, aber um das so zu tragen und Teil von einer optimistischen und auch wilden und so weiter Erzählung zu machen, müsste man es eben ja auch wirklich als Gesellschaft, müsste man diese Verbindung von einem gesellschaftlichen Zukunftsprojekt und Technik irgendwie rundum bejahen. Und da habe ich das Gefühl, da hakt es manchmal so ein bisschen. Robert. Ja, da könnte ich ganz viel zu sagen, weil ich das ja gerade in Schleswig-Holstein machen muss, Windräder und Strippen durch die Landschaft ziehen und so. Aber ich will nochmal den Punkt setzen und darauf beharren, dass das, was wir vorhin schon am Wickel hatten, nämlich die Frage, wie wir es kommunizieren, zentral ist. Und ich hatte, also zentral für alles Weitere, ne? Wie viel Freiheit sozusagen lebt eine Partei, wenn sie sagt, sie will Freiheitspartei sein. Auch mit ihren eigenen Spielregeln. Ja? Also die ganzen BDK-Regeln mit quotierten Redelisten und Doppelspitzen und sowas zeigt ja offensichtlich, dass wir uns selbst nicht zutrauen, dass das aus sich selbst heraus geregelt wird, sondern wir haben ja offensichtlich ein tiefes Misstrauen gegen uns selbst, sonst brauchten wir die ganzen Regeln ja nicht mehr. Aber die... So, aber das... Ich hatte, vielleicht um es deutlich zu machen, ein bisschen überlegt und ich habe ganz lange darüber nachgedacht und dann das letztlich verworfen, bis ich hierher gegangen bin zur Heinrich-Böll-Stiftung, ob man die Erzählung sozusagen literaturwissenschaftlich der Grünen in Epochen kleiden kann. Ja, vom Sturm und Drang, das war so Steine werfen und Frankfurt über die Grüne. Ja, dann gab es andere Leute, die gestürmt und gedrängt haben. Genau, Eva, es gab dich und es gab ganz viele andere, die gestürmt haben. Was ich nur... Sturm und Drang, ja.
Es ist nur, vergiss es. Es war nur sozusagen, um mal zu sagen, wie es nicht läuft. Nämlich Sturm und Drang und dann gibt es irgendwie Klassik und danach gibt es, ich weiß nicht, bürgerlichen Realismus oder so etwas. Und ja, so, aber ich glaube sozusagen, diese epochale Betrachtung hilft auch nicht weiter. Aber was vielleicht weiterhilft, ist eine Idee von Erzählung, die eben nicht wie andere Parteien an einer redet und die anderen hören zu und stimmen dann darüber ab, festhält. Also ich bin einfach nur am Berliner Ensemble vorbeigegangen und die Idee vom epischen Theater von Brecht war ja, wir heben diese Sender-Fänger-Situation auf. Wir ziehen Leute mit ein. Es gibt nicht einen, der erklärt, wie die Welt ist und die anderen beklatschen das, sondern es gibt eine Umsetzung von der Bühne, ja, diese vierte Wand vor der Bühne, die wird eingerissen und das könnte die grüne Erzählung sein. Man muss sozusagen daran festhalten, die Leute mitzunehmen, einzubinden in der Erzählung und dann eben nicht wie im klassischen Theater von Freiheit zu reden, sondern von Befreiung. Nicht nur zu reden, sondern sie umzusetzen. Und nicht von Gerechtigkeit zu reden, sondern gerecht zu sein. Und da glaube ich, davon runtergedrippelt, von dieser, wie ist die grüne Erzählung, lassen sich dann die Antworten geben auf die Energiewende beispielsweise. Und das wäre dann in diesem Fall, dass wir ja, einen Raum gestalten. Ich habe mir in Schleswig-Holstein angewohnt, dazu Heimat zu sagen. Das verstört viele. Aber es ist halt eine Geschichte. Ja? Es ist eine Erzählung. Heimat heißt, es gibt einen Raum und wir müssen ihn so oder so gestalten. Wir gestalten ihn. Und jetzt versuchen wir im Wettstreit mit anderen Parteien zu erklären, wie die Spielregeln sind, das zu machen. Aber eben mit einem Ansatz, dass möglichst nicht ich die berede, sondern dass wir als Gesellschaft darum ringen, wie der richtige Weg ist. Und wenn die andere Seite gewinnt und sagt, die Strommasten nerven mich, wir wollen lieber Atomkraftwerke, ja, dann ist es schlecht für mich, aber es ist ein relevanter Diskurs. Aber wir werden den nicht verlieren, wenn man es so aufzieht. Mariam Lau, ich glaube, wir sind jetzt gerade nochmal an einem sehr spannenden Punkt, nämlich nicht so sehr, was könnten die Erzählungen sein, sondern wie, in welcher Art und Weise können wir eigentlich erzählen, so dass es irgendwie interessant ist und dass man uns das auch abnimmt. Robert Habeck hat Brecht angeführt. So ein anderes Beispiel, das mir einfällt, sind die Filme von Christoph Schlingensief. Da gab es ja hier eine große Ausstellung, der ja mit einer ganz langen Schwarzblende zwischen den Bildern gearbeitet hat und es so argumentiert hat, dass er sagt, wir wissen ja gar nicht, wie es war. Und jeder, der sagt, die Grünen waren schon immer eine Partei des und wir waren schon immer jenes. Das stimmt ja immer so gar nicht, weil es gibt ja viele Erzählungen und es gibt auch, anders als im Science Fiction oder überhaupt in der Fiction-Literatur, ja sozusagen unterschiedliche Erinnerungen. Das ist ganz wichtig. Halten Sie das für naiv, wenn eine Partei im Parteienwettbewerb diese Form von Selbstoffenlegung kultiviert, zwar auch den Zweifel, auch die sozusagen die Schwarzblende und nicht immer genau weiß in der Sprache, wo es lang geht, oder ist es ein Unterfangen, von dem Sie uns eher abraten würden, weil so einfach die Parteienkonkurrenz und in der Öffentlichkeit nicht funktioniert? Also ich finde, das war immer eine Stärke der Grünen. Mein Kollege Matthias Geist drückt das immer so aus, dass er sagt, die eigenen Wenden zelebrieren. Also sagen wir mal, die Entscheidung, deutsche Soldaten ins Kosovo zu schicken, hat, also wie man da hingekommen ist, das war ja ein enormer Kulturbruch und ein Bruch mit wahnsinnig vielen grünen Traditionen. Man kann genauso gut sagen, es war im Grunde die verantwortungsvolle Weiterführung dieser Tradition. Darüber kann man sich eben streiten und darüber hat man sich gestritten. Und ich finde, das ist eine absolute Stärke der Grünen. Und ich finde eher, dass die Partei daran leidet, dass das nicht mehr passiert und dass man viele Wenden, die man gemacht hat, also zum Beispiel die Wende von vielen Leuten, die mal als Realpolitiker gerade in der Sozialpolitik aufgetreten sind, hin zu einer, also linken, sozialdemokratischen Sozialpolitik ganz alten Stils, das kann man machen, so eine Wende, aber das muss man irgendwie erklären, wie man da jetzt dahin kommt. Also wie dieser Wahlkampf zustande gekommen ist, zum Beispiel dieser letzte fatale Wahlkampf,
das finde ich, ist noch nicht ausreichend erklärt. Und also zum Beispiel, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion morgen früh, wo das ja zum Thema gemacht werden soll. Also mit anderen Worten, kurz gesagt, nein, ich finde, das ist eine Stärke einer Partei, über sowas zu reden. Die CDU, wenn man sich mal überlegt, was die alles für Wenden hingelegt haben, ohne jemals ein Wort darüber zu verlieren, dann kann man nur sagen, tja, ich meine, die sind sehr erfolgreich, aber die Lebendigkeit der Partei hat dadurch nicht gewonnen. Robert, ich meine, du bist ja gerade in der vollen Verantwortung da oben. Wie offen kann man eine Erzählung von Friktionen, Scheitern, Verirrungen erzählen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass, und die Erfahrung hat wahrscheinlich jeder gesammelt, der schon mal mit Medien gesprochen hat, dass sozusagen Zugeben von Zweifeln oder von Fehlern sich auch rächen kann. Und ich weiß, dass mein letzter Landtagswahlkampf, der startete bei, ich weiß nicht, 19%, und dann kamen die Piraten und wir haben innerhalb von einer Woche 6% verloren und die haben 6% gewonnen. Heute würde man sagen, ungerechterweise, würde ich denken. Aber man konnte gar nicht mehr, ich war ja Spitzenkandidat, das irgendwie verbergen. Ich war so angefasst, fand das auch so ungerecht, vor allem mit dem Image, die sind cooler. Sie wissen, oder ihr wisst wahrscheinlich, dass Angelika Bär jetzt bei mir im Landtag sitzt, dass ich das einfach nicht mehr verstehen konnte. Und das war einfach nicht mehr so. Und ich habe es gesagt und es war auch gar nicht zu verheimlichen. Und die Artikel, die geschrieben wurden, waren: Habeck zweifelt am Wahlkampf, die Grünen im Blues, sowas, ja. So, das ist zu sagen, das hat sich, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich gesagt hätte, wir gucken nicht auf Umfragen, sondern auf Wahlergebnisse. Oder so, ja. Aber wahrscheinlich hätte man das so sagen. Das war jedenfalls nicht gut. Und in Wahrheit denke ich heute doch, oder rede ich mir ein, dass die Partei, Ruth sitzt ja da, die das ja mit mir erlebt und mit mir erlitten, an dem Moment sich wieder aufgerichtet hat und angefangen hat zu kämpfen und gegenzuhalten, weil man eben gemerkt hat, dass es gerade ums Ganze geht. Also der Moment, diese Schwäche einzugestehen, war vielleicht so ein bisschen dialektisch, obwohl es letztlich ein Fehler war in dem Moment. Hinten raus der Moment, dass wir nicht auf 11% durchgesackt sind, sondern doch bei 13,8 oder was, 5 oder was wir da gemacht haben, gelandet sind. Also die Antwort weiß ich nicht, aber sagen wir mal so, als Tagesschau-Zugucker fühle ich mich immer total nicht ernst genommen, wenn die Leute mir mit Satzstanzen begegnen. Und ich würde lieber das Risiko eingehen unter dem Motto, Leben ist anders, heißt ja auch Politik ist anders, ist zu riskieren und versuchen sozusagen dann auch mit den Schlägen zu leben. Und wenn es dann schief geht, dann geht es eben schief. Ja, ich wollte das nur bekräftigen. Also das seid ihr einfach nicht und du sowieso nicht. Wenn du jetzt anfangen würdest zu sagen, wir gucken nicht auf Umfragen, dann würde man denken, oh Gott, was hat der denn geraucht? Ja. Naja, machen wir dann bei der nächsten Diskussion. Dass man nicht mehr auf Umfragen schaut, wäre ja auch töricht. Ich meine, die Pointe liegt doch, oder die interessante Frage liegt doch, und die würde ich... Genau. Ralf Füchs sagt, man schaut manchmal etwas zu viel auf Umfragen, aber jetzt auch nochmal strategisch gefragt, Mariam Lau, wenn es stimmt, dass es eigentlich in der Latenz so nach einer sehr pragmatistischen Phase, die ja Merkel, Ralf hat es angesprochen, bis heute auch sehr erfolgreich zum Regierungsmodell gemacht hat, aber dass es sozusagen in der Latenz eigentlich eine Sehnsucht gibt, diese Plastik-Politikwelt irgendwie zu durchbrechen, dann muss es doch irgendwelche Gründe geben, warum es trotzdem so schwer fällt, es zu tun. Vielleicht müssten wir da auch noch mal kurz über die Medienresonanzen reden. Vielleicht ist das ja auch nur so lang. Vielleicht ist das ja auch nur so lang empfehlenswert, wie man sich als Christoph Schlingensief exponieren will, aber eben nicht als Cem Özdemir oder Katrin Göring-Eckardt. Also ja. Wie weit, das ist so ein bisschen meine Frage, wie stark kann man da eigentlich ins Risiko gehen, wenn wir der Meinung sind, das wäre notwendig?
Also gehen wir mal einen Moment zurück und versetzen uns zurück in die Zeit, als die Grünen für 30% gut waren. Ne? Da hatte man ja plötzlich so eine Phase, da hat auch niemand mehr gelacht, wenn plötzlich von einem grünen Kanzlerkandidaten die Rede war und es war ein einfach so eine Welle, eine Erfolgswelle und irgendwas ist ja da schiefgegangen, irgendwas ist da passiert, was dazu geführt hat, dass die so abbrach. Und ich glaube, ein Problem war, dass man in Baden-Württemberg ja jemanden hatte, der stand da mit einer Erzählung. Der hat, finde ich, genau das gemacht, 45, 68, 89, also 89 weiß ich nicht, aber jedenfalls, der konnte ja von sich sagen, die und die, den und den Weg bin ich gegangen, so und so bin ich da rausgekommen und so weiter und da stehe ich jetzt. Und der, finde ich, hat auch irgendwie eine Antwort auf, also man nimmt dem so eine Naturverbundenheit ab und gleichzeitig ist es jemand, der sozusagen technikverliebt ist und auch selber an seinem Haus rumschraubt und so weiter. Und mein Eindruck war, vielleicht sehe ich das falsch, aber mein Eindruck war, dass in Berlin diesem Kretschmann-Modell gegenüber so eine totale, vorsichtig gesagt, Skepsis, also damals kursierte hier ein Witz, den habe ich öfter mal gehört, da wurde immer gedacht, Kretschmann versteht unter DVD dem Volke dienen, hahaha. Also man hat sozusagen über dieses, dessen Patriotismus und dessen Bürgerlichkeit, also der galt irgendwie so als Schrat, so, ja, und bitte? Ja, aber trotzdem finde ich, da spricht ja, also aus diesem trüben Scherz spricht ja irgendwie so eine gewisse Entfremdung dem gegenüber, Fremdheit und so weiter. Und damit finde ich, da hatte ich dann das Gefühl, die Grünen gehen irgendwie am eigenen Erfolg kaputt. Also man hat sich mit dieser Idee der Ökologie, auch mit der Idee, lasst uns die Kommunen beleben und so weiter, hat man einen wahnsinnigen Erfolg gehabt, aber man kann den Erfolg sozusagen nicht ernten, weil man immer noch zu sehr in diesem 68er Entfremdungsmodus stecken geblieben ist. Wiederholt sich der deutschen Einheit, oder? Das machst du doch. Also wieder wurde nicht Ja gesagt, sagst du, oder? Ja. Das ist deine Analyse. Ja. Ja gut, aber immer Ja sagen ist ja jetzt auch noch nicht... also ich meine... Also ich frage, wir nähern uns langsam dem Ende unseres launigen Gesprächs. Ich meine, der Weg, aber das ist natürlich auch das Privileg eines über 60-Jährigen, der Weg von dem einen K, nämlich dem KBW, zum anderen K, nämlich dem Zentralrat der deutschen Katholiken, ist natürlich auch beeindruckend. Damit können weder Habeck noch ich dienen. Das werden wir auch nie schaffen, genau. Vielleicht nochmal jetzt auch mit Blick auf die Zukunft der Grünen, Robert. Was ist denn unser vom KBW zum Zentralrat der Katholiken? Ich hatte ja irgendwann mal ausgerufen, Punk oder Panflöte, was eine andere Frage aufwirft, nämlich inwieweit die Grünen eigentlich diesen Öko-Biedermeier repräsentieren oder irgendwie ich glaube, du hast mal gesagt, eine freche Räuberbande sind, die vielleicht auch mal den Mut hat zum Scheitern oder den Mut hat, sich die Zunge oder die Finger zu verbrennen. Welche Erzählungen Was gibt es noch, außer dass die Grünen anders sind? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ich habe im Vorfeld auf diese Veranstaltung diesen sehr schlecht erzählten Film Herr Joschka und Herr Fischer, oder wie das heißt, gesehen. Und es gibt, ja, das ist nicht postheroisch, sondern das Gegenteil. Und das macht auch nicht glücklicher. Aber es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, aha, Moment, das ist vielleicht der Anfang der grünen Erzählung. Und zwar, als in Wühl, in Freiburg, sich die Sponti-Szene und die
müssen die Leute aus Süddeutschland sagen, wie das heißt, aber die Winzer und die Leute aus dem Kaiserstuhl und so da sozusagen zusammengetan haben. Also die, ihr wisst, was ich meine, ne? Also sozusagen, genau, also sehr ländliche, konservative Leute und sehr städtische, freakige Leute haben auf einmal eine Zeltstadt gegründet und sich da sozusagen solidarisiert. Und okay. Es ist auch, also ich meine, das ist relativ interessant, weil ich glaube, dass man Erzählung, also die Frage, worüber wir jetzt in diesen zwei Tagen diskutieren, völlig falsch versteht, wenn man das mit Geschichte und Geschichte nicht als Geschichten erzählen, sondern Geschichtsreminiszenz versteht. Also wenn wir uns da, wenn die Grünen sich darüber auseinandersetzen, ob das Archivgrüne Gedächtnis richtig oder falsch ist, dann wird das nie was mit einer Mehrheitsfindung im Bund. Aber der spannende Moment war, dass da offensichtlich sehr heterogene Bevölkerungsteile zueinander gefunden haben. Also sowas wie der Kern einer kleinen Volkspartei. Und jedenfalls ist das Bild mir hängen geblieben. Und deswegen, du fragst mich ja, wo geht's hin? Und man könnte noch ganz viel sagen, dass natürlich jede Generation, also als die Grünen gegründet wurden, gab es keine grüne Jugend und jetzt haben wir eine Sozialisierung in der Partei und das verändert natürlich sozusagen all das, worüber wir gesprochen haben, erstmal vom Grundansatz und so weiter. Aber ich glaube, der Punkt ist, auch rückblickend auf den letzten Bundestagswahlkampf, sagen wir noch einmal, die Mitte, die politische Mitte ist nach rechts gewandert. Oder verbieten wir uns das und sagen, wir kämpfen um die politische Mitte und zwar nicht, weil wir so werden wollen wie die FDP oder wie die CDU, sondern weil wir den Anspruch haben, in die Mitte der Gesellschaft unsere Themen zu tragen und die auszubreiten. Und die können ganz links sein, die können radikal ökologisch sein, aber diesen radikalen Pragmatismus und zu sagen, da wo wir stehen, da soll die Gesellschaft hin, das muss doch unsere Erzählung wieder werden. Und dann ist es aber ein fundamental anderer Begriff, als zu sagen, ja, idealistische Bühne, Wahrheit, Gerechtigkeit und so weiter. Wir stellen das zur Schau und lassen das bestaunen, statt zu sagen, wir tragen das in die Gesellschaft, auch um den Preis, dass es sich abnutzt, dass es sich auch aufnutzt vielleicht irgendwann, aber mit dem Ziel, reale gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen. Und ich glaube, das muss unsere Geschichte sein. Weg von der Schaubühne hin zu der Auseinandersetzung, was eigentlich die politische Mitte in Deutschland ist und die möglichst mit unseren Themen bereichern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine erste Sternstunde dieses Kongresses neigt sich dem Ende. Ich hoffe, Sie waren damit als Warm-up zufrieden. Ich will gerne Folgendes sagen, nämlich, dass es jetzt in subito mit einem sehr spannenden Gespräch weitergeht, wo wir so eine erste Linie jetzt mal ein bisschen genauer angucken, nämlich die grüne Erzählung vom Politischen, also das grüne Staatsverständnis, das grüne Verständnis von der Gesellschaft mit fantastischen Gästen, die Ihnen Mariam Lau vorstellen wird. Ich danke sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und will jetzt mit meinem Freund Robert einmal anstoßen. Mariam Lau darf noch nicht, die muss noch moderieren. Vielen Dank.